Herr Grieser, meine Freunde, ihr wollt ein neues Intro sehen? Da muss der Hermann jetzt in den Pool reingehen! Oh mein Gott! Nein! Ja! Oh mein Gott! Geil! Hey! Es ist Zeit zum Imkern! Ja, meine lieben Freunde, es ist soweit. Das Teil ist defekt. Und zwar. Nach 70 Jahren oder 80 Jahren Imkern ist das jetzt schon kaputt, aber das ist nicht das Problem von den Vorimkern, sondern das ist das Problem von mir. Und zwar haben die Vorimker, nehmen die zum Rauch, also zum Anzünden so einen Zündwürfel und als Rauch nehmen die sowas da, ne, solche flüssigen Dinge. Und ich nehme ja diese komischen Kops, diese da. Das Problem bei diesen gepressten Teilen, die bringen eine irrsinnige Hitze und dann schmilzt euch die Wandung durch. Und deswegen, wie immer mein Lieblingsspruch, ich glaube nicht, dass ihr es seht, ich habe natürlich auch keine Taschenlampe dabei. Das ist genial. Hast du eine Taschenlampe dabei? Mein Handy. Ist nicht dein Handy. Warte. Da. Kannst du da mal reinleuchten? Ja. Wenn man es sieht. Ja, jetzt sieht man es. Wenn ihr es sehen könnt, am oberen Rand hat sich das an der Seitenwand und am Boden durchgebrannt. Jetzt, wenn ihr dann natürlich weiter heizt, dann könnt ihr es wegschmeißen. Das Uhrwerk da unten geht nach wie vor, da ist nichts kaputt. Servus. Hallo. Ich muss nur kurz zur Tonne, darf ich das da neu tun? Lack. Tun wir Lack in die Feuertonne? Nein, tun wir nicht. Das ist Sondermüll. So, dann nimmt er einfach eine Dose. Ja, Birgit. Die was da reinpasst. Jeder hat natürlich eine Katze daheim. Und dann bohren wir da ganz einfach ein paar Löcher rein, die ich jetzt falsch gemacht habe, aber ich habe ja da mehrere so Düsel, aber natürlich nicht dabei. Ihr seht, die großen Löcher sind vielleicht ein bisschen zu groß. Und jetzt könnt ihr das Teil da reinschmeißen. Und dann ist es wieder gut. Jetzt fällt der Becher nicht durch. Und den könnt ihr jederzeit wieder austauschen. Beim ersten Abbrand wird es natürlich ein bisschen durch die Gummierung ein bisschen duften. Aber jetzt ist es, denke ich, einmal wieder einsatzbereit. Und das probieren wir halt dann gleich aus. Ne? Hm. Was musst du da immer durchs Licht laufen? Wie ihr das sehen könnt, raucht es jetzt wieder durch und da kann das jetzt vor sich hin glühen und dann passt es wieder. Jetzt kann man es auch wieder benutzen. Ziehen wir noch ein bisschen auf. Also ihr seht, es haut auf jeden Fall hin. So schnell ist der Vulkan repariert. Das letzte Mal habe ich es nämlich eingesetzt unter Vulkan und nicht unter Smoker, weil das Teil eben Vulkan heißt. Aber ich sollte es vielleicht anders da untertiteln. Also Herbert, wenn du dich schneidest, schreib nicht bloß Vulkan rein, sondern Smoker oder Raucher oder sonst irgendwas. Ja, wie ihr sehen könnt, das ist immer das Problem durch die Kops. Das ist so ein schmieriger Rauch, der klebt und brennt sich irrsinnig durch. Und deswegen hält der Smoker dann auch keine 70 Jahre. Außer ihr macht das gleich, ist so eine kleine Idee, bevor er das überhaupt an die Seitenwandung prellt. Also tut gleich so eine kleine Dose rein. Die könnt ihr jederzeit austauschen und dann hält das Ding auch ewig. Ja, kurzer Film. Ihr sagt ja, ihr wollt kurze Filme. Dann kann man ja mal an der Stelle sagen, danke fürs Einschalten. Daumen hoch nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, mein kürzester Film.
mein kürzester Film, was ich so eingestellt habe. Wo ich kann reparieren. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Herbert, bleibt dran. Daumen nach unten vergessen. Servus. Hobbit Eri! Und? Machen wir ein bisschen eine Breiteinstellung. Wir haben ja noch Zeit. Das ist der Pool. Oder wie so werden soll. Wir könnten ja eigentlich noch schnell, also für die Leute, was es nicht interessiert, schaltet jetzt ganz einfach aus. Weil der Film wird noch eingestellt. Das dauert noch lang, bis der dran kommt. Ich bin da auch noch nicht fertig. Und die Christine, die macht hier das Gelände. Fragen klären. Nein, die Fragen klären wir jetzt nicht. Doch, jetzt. Wir haben natürlich das Ganze überdacht, so wie es sich gehört. Da haben wir so einen kleinen Vorraum drin mit einem Holzofen. Mit diesem Holzofen könnt ihr das Wasser zusätzlich erwärmen. Und darunter ist der Pool. Das ganze Teil ist zum Aufschieben. Was jetzt noch geplant ist, ist, da kommt noch eine Plattform drauf. Also da, das Holz kommt dann demnächst. Und zwar, wenn man es aufschiebt, dann gibt es ja immer wieder so super Prinzen, einschließlich Herbert. Der, was dann darüber tanzt über dem Wasser, wenn er da reinfällt, ist das kein Problem. Wenn er auf das Ofenrohr fällt, könnt ihr euch was brechen. Und deswegen kommt dann noch ein Raum, eine Platte drauf. Die wird komplett eingebrettert. Das heißt, da können wir dann noch ein bisschen ein Snackbar oder sowas. Ne? Da wollen wir auch noch ein bisschen suchten, nochmal so eine Video-Session machen. Ein Video, das heißt jetzt USB. Ne? Da kann man die Leiter einhängen und wieder dann natürlich entfernen, wenn man es nicht braucht. Die Christine hat es natürlich falsch aufgerollt, aber egal, Hauptsache sie hat es aufgerollt. Ja, das ist ja egal. Normalerweise nach außen, weil es dich da leichter tust. Ja, aber nach außen hast du gesagt, soll ich nicht rollen, weil wenn es regnet und mehr läuft, das ganze Wasser noch. Mensch, ist die gut. Habe ich das gesagt? Ja. Habe ich schon wieder komplett vergessen. Da sind die Rampen, also die Laufschienen, die sind jetzt natürlich abgedeckt. Da kann man das Ganze aufrollen. Übrigens, da gab es natürlich keinen Baumeister. Das hat der Herbert alleine gemacht wieder mal. Das war jetzt in der letzten Zeit ein bisschen stressig. Das ganze Plateau ist jetzt so weit, so gut aufgefüllt worden. Ich habe jetzt einen Bagger nochmal geholt, habe das Ganze so abgezogen, wie ich das haben möchte. Weil die anderen, ich weiß nicht, entweder haben es keine Zeit oder keine Lust oder sie können es nicht. Wahrscheinlich eher keine Zeit, wie bei mir. Hat er gesagt, nimm den Bagger, mach das selber. Ja, jetzt kriegen wir da schon schöne Fläche mit her. Und die Christine hat gesagt, genauso wie mein Kabelzwicker, das geht fein nicht da. Das muss wieder weg. Das ist lebensgefährlich. Also muss man sich jetzt ändern. Gestern Abend hat mir einer angerufen und gesagt, Herbert, du brauchst vielleicht alles. Ich habe da so eine Wasserplatte am Dach, ich brauche den Scheiß nicht. Das ist genau das, was wir in 3 Tagen brauchen. Das muss aufs Dach rauf. Kommt immer gerade dann, wenn wir es so brauchen. Und die Christine hat gesagt, pass auf. Nachdem ich dir immer so fleißig helfe und schon gar nicht mehr weiß, was ich machen soll vor lauter Arbeit oder nichts tun, weil du schon, weil ich für dich immer alles mache. Und ich ja vom Fach bin, schleife ich und mache ich hier das Geländer. Ich hätte es gar nicht geschliffen, für die Farbe draufklatscht und fertig. Größter Fehler aller Zeiten. Ja, das ist das, wenn man mit Facharbeiter arbeitet. Können wir jetzt ein paar Fragen stellen? Nein, können wir nicht. Nur 2. Und am Dach sind schon die Platten drauf, aber. Also so ein runder Schlauch, aber ihr werdet das noch sehen. Wie gesagt, für die Imker bis in 8 Tagen und für die anderen in einem Jahr dann oder so. Servus!